21. Februar 1994. Im Philosophicum II wird zum ersten Mal die Ausstellung Mathematik zum Anfassen eröffnet. Am Freitag, genau 20 Jahre später, lud Professor Albrecht Beutelsbacher die ehemaligen Mitstreiter von damals ins Mathematikum zu einer Jubiläumsfeier ein, um an jene Ausstellung zu erinnern, die die Initialzündung für neue didaktische Ansätze und letztendlich auch das Mathematikum selbst war. Begonnen hatte alles mit einem Proseminar im Wintersemester 93/94, das Professor Beutelsbacher an der Justus-Liebig-Universität anbot. Um die erschaffenen Ergebnisse auch der Öffentlichkeit präsentieren zu können, wurde die Idee einer Ausstellung mit Workshops für Jugendliche geboren. Schulen wurden angeschrieben und so hatten am Ende der Ausstellung am 7. März 1994 1500 Besucher die Exponate gesehen. Die damaligen Seminarteilnehmer berichteten anekdotenreich von den Basteleien an ihren persönlichen Ausstellungsstücken während des Proseminars und den Vorbereitungen für Mathematik zum Anfassen. Die damaligen Exponate konnten die Besucher nochmals in Augenschein nehmen und an die Wand geworfene Fotografien von 1994 dokumentierten den damaligen Tatendrang. Wir hätten damals nie gedacht, dass aus diesen aus heutiger Sicht ganz bescheidenen Anfängen etwas so Großes, so Dauerhaftes werden kann, was so viele Menschen beeinflusst und so viele Menschen die Schönheit der Mathematik zeigen kann. Das ist der Urknall fürs Mathematikum, aber nicht nur fürs Mathematikum. Es hat die Mathematikdidaktik, die Schulen weit über Gießen, weit über Deutschland hinaus beeinflusst.